Nee, Kussi geht raus, aber ihr seid solche faulen Schweine, Alter. Ihr seid wirklich absolut die Reihe durch, alle faule Schweine. Ich raff das nicht, warum ihr euch selber alle nicht verkaufen wollt. Schönen guten Tag, YouTube. Mal wieder eine neue Podcast-Folge. Das wird ja hier so ein Ding. Ihr fordert und ihr kriegt. Denn heute haben wir einen fantastischen Gast, mit dem wir, glaube ich, hier sehr, 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 sehr viele Geschichten über Simracing erzählen können. Aber die meisten von euch werden ihn vielleicht noch gar nicht kennen. Deswegen, René, vielleicht magst du mal ein, zwei Sätze erklären, wer du bist in ein, zwei Sätzen. Erklären, wer ich bin. Ja, grüße erstmal. Schön, dass das funktioniert hat. Ja, ich bin René. Ich glaube, die mich kennen, kennen mich als Teammanager von Unicorns of Love. Bin aber tatsächlich schon sehr, sehr lange im Simracing und auch als Fahrer unterwegs gewesen. Ich glaube, bestimmt jetzt schon 10 Jahre und mache das Ganze nebenberuflich, würde ich sagen. Ich studiere nebenbei noch und genau, treibe hier im Simracing mein Unwesen. Ich habe eine sehr wichtige Frage, René. Mhm. Was studierst du? Informatik. Wo ist das bedruckte Shirt, was Jans gerne besprochen hat? Ich habe sehr viel gelacht in der Folge, ja. Sehe ich aus wie ein typischer Informatiker? Nee, ich hätte jetzt auch eher so einen Maschinenbau gesagt. Ja, ich habe Mechatronik ein Semester studiert. Aber guck! War nichts für mich. War nichts? Ich würde auch sagen, dass Informatik nichts für mich ist, aber... Deine Eltern sehen das anders, oder was? Nee, aber ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich später mal machen will. Simracing ist super, aber kannst du nicht sagen, ob du davon jemals irgendwie leben kannst. Also E-Sport ist generell ein super, ja, zwar wachsender Beruf, aber ja, schnelllebig. Also da kann alles passieren und wirklich Sicherheit hast du da nicht. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man irgendwie was für nebenbei hat. Und deswegen mache ich das parallel. Was für nebenbei? Neben Simracing mache ich ein Studio. Ich würde nicht sagen, dass ich das so komplett priorisiere. Also Vollzeit ist es nicht. Aber dein Studium oder Simracing jetzt? Ja, beides. Das ist ja beides eigentlich Teilzeit. Ach so. Ja. Du machst also beides so halb gar. Vom Zeitpensum ist beides Vollzeit natürlich, aber ja, irgendwie kriegt man dann doch beides unter. Okay. Schön. Wie bist du denn da reingerutscht? Das ist ja immer gleich so die erste Frage, die wir stellen müssen, damit die Leute erstmal wissen, ob du Grid 1 und 2 gespielt hast. Grid 1 und 2, ich habe Grid 2 gespielt. Aber wie bin ich in Simracing reingekommen? Ich glaube, meine Eltern haben mich direkt, als ich ein Baby war, vor den Fernseher gesetzt und Formel 1 geguckt mit mir. Deswegen war ich schon immer mit Formel 1 verbunden und habe eigentlich jede Saison so mitverfolgt. Ich glaube, so wirklich mitbekommen habe ich das dann so 2005, 2004 so rum. Also mit Jenson Button damals, hier Christian Klien, das waren so die ich ganz spannend fand. David Coulthard. Aber eigentlich, also Motorsport begeistert war ich schon immer. Und Videospiele im Bereich Simracing oder Arcade Racing, ja, da gab es jetzt verschiedene, habe ich auch schon immer gemacht. Ich glaube, das erste war so Grand Prix 2, was ich so gespielt habe, auf dem PC war das, glaube ich, einfach irgendwelche Tasten gedrückt, auch als super kleines Kind, und dann hat das halt angefangen mit Formel 1 2005 auf der PlayStation 2, dann die Gran Turismo-Spiele und DTM Driver, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt, von Codemasters, die Rallye-Spiele und dann natürlich dann auch, wo es dann so ein bisschen mehr in Richtung Simracing ging, die Codemasters Formel 1 Spiele. Also von 2009 auf der Wii, das war jetzt nicht wirklich Simcade, also das war noch weit entfernt davon, aber dann wirklich F1 2010, 11, 12 und so weiter habe ich alle gespielt und habe mich dann da auch für Ligen angemeldet. Ich glaube, heute heißen die SimRC, also die sind auch in Assetto Corsa unterwegs. Früher hieß das noch anders. Ja. War natürlich aber noch viel zu jung und unerfahren. Habe da, glaube ich, eine halbe Saison mitgemacht und gemerkt, dass ich nur hinten rumdümpel und die jetzt schon viel weiter sind. Und habe dann erstmal so ein bisschen weiter für mich das Ganze gemacht. Ich habe dann auch die Simbin-Spiele gespielt, hier Race 7 auf dem PC. Das war auch echt eine coole Zeit. Da gab es echt schöne Klassen. Ja, und irgendwann bin ich dann doch wieder in den Ligenbetrieb gekommen durch F1 2016 war das. Bin so Community-Ligen gefahren oder durch Pietsmeet damals, da gab es eine Community, die haben Leute gesucht, da habe ich so eine Gruppe gefunden. Bin da viel gefahren, hat echt Spaß gemacht und habe dann irgendwann mir eine Serie gesucht oder eine Liga, die ein bisschen kompetitiver ist und bin dann in die VSR-Community reingerutscht und die haben halt auch Assetto Corsa gemacht.
Und dann habe ich mir das mal runtergeladen und habe halt gemerkt, ey, Formel 1 ist zwar cool, aber es gibt noch so viel mehr, was man machen kann. Und dann habe ich angefangen mit Formel 3, was super viel Spaß gemacht hat. Und dann halt irgendwann auch GT3. Und das war dann wirklich eine ganz neue Welt, weil ich GT3-Sport zwar kannte, aber nie wirklich verfolgt habe. Und das dann selbst zu fahren, hat schon Bock gemacht. Und dadurch bin ich auch so auf den Motorsport aufmerksam geworden und habe halt gemerkt, hey, das ist ja teilweise viel, viel spannender als Formel 1 und viel, viel enger, sind viel mehr Fahrzeuge, richtig coole Leute. Und bin dann bei VSR eine relativ lange Zeit gefahren. Und damals bei Assetto Corsa war der deutsche Raum auch der mitkompetitivste. Da gab es das noch nicht so, dass es international war. So jede Region hatte ihre Bubble. Und da waren wir dann bei Virtual Racing, sind da mitgefahren und da sind ja auch, das hat Niklas bestimmt schon erzählt, da sind da alle großen Deutschen, die heute auch im E-Sport unterwegs sind, gefahren. Tobias Gronewein, Niklas Huben, könnte ich alle aufzählen. Jetzt wird eine lange Liste, hat Niklas ja schon gemacht. Und da wurde das dann halt von Zeit zu Zeit immer professioneller einfach. Wurde immer größer, immer kompetitiver und ja, ich als Fahrer hatte auch einen super großen Ansporn, immer vorne mitzufahren und irgendwann kam dann das Thema Red Dot Racing, wo du ja auch unterwegs warst. Ja. Da hat der liebe Ray und der Michel waren das, die haben mich da gefragt, ob ich da eine Saison in der Virtual Racing Endurance Serie mitfahren will. Also es war somit die populärste Serie in Assetto Corsa. Und ja, habe dann auch angefangen zu streamen, tatsächlich, eine Zeit lang. Und bin da mit den Jungs gefahren. Es hat echt super viel Spaß gemacht. War so 2020 rum. Und habe dann irgendwann bei dem damaligen Team, bei dem ich war zu der Zeit, die drei lustigen Vier hießen die, ist das auch ja, ein sehr, sehr lustiger Name, also zu den Teams, zu denen ich wechsle, die haben immer einen sehr ausgefallenen Namen. Da wollte ich auf jeden Fall irgendwie den nächsten Step machen, das Ganze ein bisschen professioneller angehen, weil im Simracing zu damaligen Zeitpunkt keine E-Sport-Teams drin waren. Ich habe E-Sport schon so lange verfolgt, also auch League of Legends, Counter-Strike, und war auch ein Riesenfan von Unicorns of Love und dachte mir, Mensch, eigentlich wäre es doch cool, wenn mehr E-Sport-Teams auch einfach im Simracing mit dabei sind, weil Simracing ist super geil und irgendwie verbindet man das nur mit der Motorsport-Komponente, aber man kann da so viele Geschichten erzählen und das so gut aufbauen und von daher habe ich die halt angeschrieben, eine schöne E-Mail verfasst und die haben sich zurückgemeldet, hatten Bock und von dort aus ging dann die Reise los mit Unicorns of Love, erst noch in Assetto Corsa und da bin ich dann auch noch lange Zeit als Fahrer unterwegs gewesen und auch noch, es war das VCO hieß das damals, war so eine DTM-Serie und TCR Cup, also gar nicht mal so wirklich viel GT3, das sind wir auch gefahren, aber auch viel, viel Verschiedenes, also ich bin sehr, sehr viel gefahren, sehr viele verschiedene Ligen. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, dass Assetto Corsa Competizione rausgekommen ist und wir waren alle überhaupt kein Fan davon. Also zu Release war das noch eine Katastrophe und wir dachten uns auch, ja, das hat keine Zukunft. Wir wollen weiter Assetto Corsa machen, weil du auch super viele Modding-Möglichkeiten hast. Ja, du kannst so viel in Assetto Corsa machen und auch mit dem Custom Shader Patch, der da damals rauskam, das hat so viele neue Möglichkeiten geboten. Und bei Virtual Racing hat es da auch so ein, ja, das, was heute Pitwall ist, gab es damals auch in Assetto Corsa von denen und du konntest da so viel einsehen. Es gab sogar einen Restriktor, wenn Leute sich in die Karre gefahren sind, weil das Schadensmodell natürlich nicht so detailliert war, dass du dann langsamer wurdest über Zeit und das dann auch reparieren musstest. Das heißt, dass die Leute dann nicht so viel rumcrashen. Also du hattest da ein echt gutes Repertoire und irgendwann wollten wir dann doch international gehen. Und so ein bisschen aus dieser deutschen Szene ausbrechen, weil bei Assetto Corsa Competizione mit SimGrid sich halt super viele neue Möglichkeiten geboten haben. Und dann haben wir den Schritt gewagt. Dann kamen auch so Leute wie Bastian Richter dazu, Lars Kisser, mit denen ich auch schon, oder mit Basti zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen weniger, aber gerade Lars habe ich viel gemacht. Generell diese Bubble war trotzdem auf der Strecke natürlich Rivalen, aber neben der Strecke haben wir alles miteinander gemacht. Auch Nils Klinkmüller, Niklas Huben, der ja zu dem Zeitpunkt bei Rotonic war. Und durch Basti und Lars wurde das Ganze dann noch mal so ein bisschen auf ein neues Level gehoben. Seitdem sind wir in Assetto Corsa Competizione unterwegs. Damals ich auch noch als Fahrer, aber irgendwann habe ich mich dann einfach ausgeklinkt, weil das einfach zu professionell wurde. Dadurch, dass ich ja damals UL angeschrieben hatte, wurde mir das so ein bisschen die Rolle als Teammanager in die Waagschale gelegt.
Und dann kam halt immer mehr, ein Grunewald kam dazu, ein Leon Otoki, also das Team wurde immer professioneller. Wir hatten zeitweise auch noch Jura Petrischenko im Team und Jan-Marcel Dietrich, die da mit uns im World Cup gefahren sind. Und dann auch mit Michi Tauscher und Niklas Huhn, der ja so mit als letztes kam, aber auch Pfeffer und auch Dennis, der ja Teil vom Team war, Dennis Schöninger, wo das Ganze ist, das irgendwie explodiert. Also wir haben so viele talentierte Fahrer bekommen, die Bock hatten, mit UL da was zu reißen. Und irgendwann ja kam dann auch dann AMG dazu, Mercedes AMG, also der Jan Seifert, liebe Grüße auch. Also ist ein super sympathischer Kerl, ist ja auch früher Motorsport gewesen. Und macht jetzt bei AMG so den Sim-Racing-Part, den virtuellen Motorsport, der da auf uns zukam und mit uns gemeinsam da was machen wollte. Und dann kam mit AMG und Haupt-Racing-Team kam auch echte Partner aus dem Motorsport. Und da war uns klar, okay, das wird hier sehr, sehr professionell. Und irgendwann hatte ich so viel auf dem Tisch, dass ich leider nicht mehr fahren konnte, weil wenn du halt nicht trainieren kannst, dann fährst du halt nur noch hinten rum. Und ich bin super kompetitiv. Und deswegen hinten rumfahren hat mir dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und irgendwann musste ich dann, ja, leider dann sagen, okay, geht halt leider nicht mehr. Und habe dann die Rolle als Teammanager komplett übernommen. Und genau, das ist so kurze, aber doch längere Zusammenfassung von wie ich zu Simracing gekommen bin. Das ist so ein sehr schöner Werdegang. Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt so weit kommt. Also so weit sowieso nicht. Aber auch das mit UL, da war ich ein Riesenfan von, da mal als Teammanager und Fahrer, dass die Brand zu repräsentieren und dann sowieso mit Mercedes AMG zusammenzuarbeiten, mit Sim Racing, ja, was man damals als Hobby angefangen hat, ja, und dass daraus halt ja auch so eine, ja, berufliche Perspektive entsteht, ist schon crazy, also hätte ich niemals gedacht. Also, Paul hat hier definitiv nichts geschnitten und nein, wir haben jetzt nicht den Autofokus bei René weggemacht. Das ist hier ein nahtloser Übergang und der ist einfach so verschwunden. Denn René, René wollte uns jetzt nämlich gerade erzählen, was er so alles machen muss als Teammanager bei Unicorns of Love. Ja, ich glaube, das ist die Frage, die so mit am meisten gestellt wird. Wir müssen eine Standardfrage müssen wir einbauen. Genau, es ist eigentlich alles. Also der normale Teammanager kümmert sich ja halt ums Team, um die Fahrer und managt die Serien und guckt, dass Veranstaltungen klappen, hat einen Austausch mit Organisatoren, mit dem Management vom Team, mit den Fahrern. Also es ist halt viel Kommunikation und Planung einfach. Und ja, ich kümmere mich dann um Events, schaue, welche passen überhaupt. Also wir machen ja viel in Assetto Corsa Competizione, gerade SAO. Und ja, halt einfach so die Planung vor der Serie und dann halt dann auch nochmal im Laufe der Serie sozusagen, wenn die Rennen laufen, dass ich dann wirklich so auch ein bisschen als Renningenieur tätig bin, dann im Austausch mit den Stewards bin und gucke, dass halt einfach alles läuft. Und dann haben wir halt auch innerhalb des Teams immer Meetings und die leite ich. Von daher, das sind so die Aufgaben des Teammanagers, aber ich glaube, ich habe da nochmal ein bisschen andere Rolle, weil ich halt auch ja früher viel gefahren bin. Also einmal das ist weniger geworden, aber auch ja sowas wie die Lackierung mache. Ja, das mache ich ja auch schon Ewigkeiten jetzt. Also die ganzen UL-Lackierungen, HC, alles, was man so sieht, das mache ich auch. Und ja, dann natürlich noch so ein bisschen Social-Media-Arbeit, obwohl das ja bei uns Lasse und Michi machen oder gemacht haben. Und da habe ich so ein bisschen die Designs gemacht. Deswegen ist ein bisschen mehr als einfach nur Teammanager und Teams managen. Ja. Und halt natürlich Sponsorengespräche, so alles, was dazugehört und einfach den Austausch mit dem Ganzen. Also eigentlich alles, was nicht mit dem Fahren zu tun hat. das müssen die Fahrer schon selber können und Setup-Bau und Training, also da bin ich jetzt nicht ganz unerfahren, aber natürlich auch nicht komplett drin im Thema, also kann ich da jetzt nicht so viel helfen. Also bist du quasi Mädchen für alles? Genau, Mädchen für alles, ja. Da du ja jetzt schon viele Jahre dabei bist, also sind ja wirklich schon sehr viele Jahre, wie ist denn für dich so die Entwicklung vom E-Sports oder generell Sim-Racing? Du hast ja nur schon ein paar Ligen gesehen und mitgemacht. Mhm. Ja, also ich glaube, Corona hat da halt echt einen riesen Boost gegeben. Also ist natürlich eine schwere Zeit gewesen für viele, aber für Simracing definitiv nicht, weil einfach alle Motorsportfahrer sich gedacht haben, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ich kann nicht mehr fahren. Und sich dann da alle in den Simulator hingestellt haben und das super viel Aufmerksamkeit gegeben hat. Also ich glaube, von dem Step vor Corona, wo das halt alles noch sehr lokal war und so
ja, alle ihre Bubble hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie es in iRacing war zu dem Zeitpunkt, aber in dem Thema bin ich zum Beispiel nicht so bewachsen wie du. Aber ja, seit Corona und seit auch ja, Kompetitionen ist das Thema halt ein bisschen ja, mehr gewachsen in Richtung Professionalität. Es ist viel internationaler geworden und auch deutsche Ligen haben einfach international einen riesen Anklang. Ja, jetzt nach Corona wird es wieder ein bisschen schwieriger, einfach, weil, ja, ich weiß nicht, woran das genau liegt. Ich würde halt einmal sagen, dass E-Sport generell so ein kleines Tief hat. Also es ist nicht nur Simracing allgemein, sondern einfach der E-Sport, da wurde super viel Geld reingepumpt die letzten Jahre und ja, jetzt zahlt sich das irgendwie nicht aus und deswegen gibt es da einen riesen Rückschritt und auch Simracing ja, hat da so ein bisschen mit zu kämpfen, einfach weil wir ja gerade auch durch die SAO, wo wir ja primär tätig sind, ja einfach einen Rückgang haben. Also wir haben jetzt nur noch die Endurance-Serie dieses Jahr, die wir mit 4 Autos bestreiten, aber sowas wie Simpro, wo du on-site bist, ja, die hast du halt einfach nicht mehr und in den letzten Jahren auch so ein bisschen die ersten Jahre nach Corona hattest du halt nicht nur diese großen Simracing-Ligen, die viel Preisgeld gegeben haben und was für die Fahrer natürlich das A und O ist, die wollen natürlich ja, nicht nur Spaß haben, sondern auch was verdienen daran, hast du halt einmal diese Motorsport-Komponente gehabt, die halt, glaube ich, für uns alle halt einfach super interessant ist. Ich glaube, es gibt keinen, der im Simulator sitzt und sich nicht mal gedacht hat, Mensch, das mal in echt zu machen. Und durch die SAO in Verbindung mit Kunos und ACC gab es halt diese Partnerschaft, dass ja halt einfach Serien vor Ort stattfinden, nicht nur für die echten Fahrer, die da an den SAO-Rennen teilnehmen, die konnten da Punkte für die Meisterschaft sammeln einfach. Also wirklich virtuell vor Ort fahren und in so einer Arena, jeder hatte seinen eigenen Simulator. Und die ersten 5 haben Punkte für die echte SAO-Meisterschaft gesammelt. Super krass. Aber auch wir konnten dann in der Arena fahren und hatten halt einfach im Hintergrund die Motorengeräusche und die sind da gefahren und wir konnten da auch dann unsere virtuellen Rennen fahren und halt einfach noch was von der Rennstrecke miterleben. Und einfach hinter dem Aspekt ist das halt super krass, dass du so nah einfach dran bist. Und vor allem ja, arbeiten wir auch mit Haupt Racing Team zusammen, also ein sehr, sehr bekanntes deutsches Rennteam im GT3-Bereich. Und da haben wir einfach deren Fahrer gecoacht. Also normalerweise sind die ja die Experten, aber wenn du halt aus dem Simracing kommst, bist du auf einmal der Experte und erklärst denen halt Sachen und die hören dir auch zu und sind super interessiert. Also es gibt ganz wenige Motorsportfahrer, die halt nicht begeistert sind von dem, was im Simracing passiert und die auch verstehen, Simracing hilft dir wirklich, im Motorsport anzukommen. Also ich meine, Tim Heinemann ist ja das beste Beispiel davon. Und von daher denen das halt zu erklären, mit denen zusammenzuarbeiten und denen auch zu helfen, dann auch das Ergebnis zu sehen, dass die halt wirklich auch Gewinnpunkte sammeln und da Bock drauf haben, ist schon sehr, 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 sehr krass. Und dann auch so ein Maximilian Götz mal da zu sehen, mit dem zu sprechen einfach und zu sehen, ey, das sind auch nur Menschen. Und gut, der hat natürlich ein anderes Verhältnis zu Simracing, den interessiert das jetzt nicht so sehr. Aber trotzdem, die Faszination einfach dafür ist halt super krass. Von daher, der Step von vor Corona bis dahin super, super gut einfach. Gab super viele Serien, auch VEM ist ja eine sehr, sehr große Serie gewesen, ist ja immer noch jetzt. Ich glaube, das ist auch so mit die einzige Serie, die noch so ja wirklich Relevanz hat neben SAO aktuell. Aber ja, nach dieser Zeit, jetzt gerade dieses Jahr, geht es halt schon echt, echt zurück einfach. Wir haben nur noch eine Serie, also die On-Site-Serie ist nicht mehr da, vielleicht kommt noch irgendwas, aber es gibt auf jeden Fall keine Serie mehr und auch die Sprint-Serie, die gibt's nicht mehr, was für ACC-Teams einfach, ja, ein bisschen schwierig ist. Es gibt natürlich noch andere Simulationen, aber auch da, also Rennsport, da waren wir ja auch auf diesem Summit damals, 2022, also auf diesem ersten Event, wo das noch so ein bisschen Closed Beta war und konnten uns da mal einen Eindruck verschaffen, aber ja, reingeschafft in dieses Franchise haben wir es dann nicht, natürlich auch verständlich, da gab's genug Teams, die auch interessant waren, aber dadurch, dass das halt so lange halt einfach so unter Verschluss ist und auch ja kein Progress kommt irgendwie, also ich gucke da immer mal wieder rein, aber Rennsport liefert für mich jetzt persönlich nicht so ab, wie sie es angekündigt hatten und deswegen, also da gibt es zwar eine Serie, aber so wirklich attraktiv ist er auch nicht für die gesamte Szene, also sicherlich für die Teams, die da mitfahren,
Und in iRacing, ich weiß nicht, wie du E-Sport verfolgst, da ist es auf jeden Fall auch ein bisschen zurückgegangen. Also du hast noch IMSA, was super interessant ist. NASCAR sowieso, also NASCAR ist so mit das Größte da, finde ich. Ja. Und das ist das, was auch ich verfolge. Aber abgesehen davon gibt es halt Events, aber für aus E-Sport-Sicht, aus Preisgeld-Sicht und so ist da halt einfach nichts mehr. Und deswegen gibt es halt super viele Simulationen, also jeder, der fahren will, ob Rallye oder NASCAR oder Formel 1 oder GT3-Sport oder Le Mans auch, kannst da super viel machen, aber aus E-Sport-Sicht musst du dich erstmal entscheiden, was machst du, weil wir zum Beispiel kommen auch gar nicht in iRacing rein, also jetzt noch anzufangen und da das zu lernen, das geht halt gar nicht, weil die Simulation schon echt anders ist und auf einem Top-Niveau da ranzukommen, wo Teams wie Redline schon 10 Jahre Erfahrung haben, Das geht halt einmal nicht, deswegen musst du da irgendwie auf den nächsten Step warten und das wird dann wahrscheinlich AC Evo sein, denke ich mal. Ja. Aber ja, Rennsport gibt es halt aktuell keinen großen Step. SAO mit ACC geht's zurück und ja, es gibt halt eigentlich nur noch mit LFM und euch so die Veranstalter, die da noch was machen, zum Glück, weil wir E-Sport-Teams überleben nur, wenn es Serien gibt, wenn wir fahren können, wenn es Preisgeld gibt, wenn wir dadurch Reichweite haben. Also und das hat VEM ja auch absolut hinbekommen. Also da mit dem Stream, auch du hast das ja kommentiert, da sind ja so viele Zuschauer dabei gewesen und das ist gar nicht mal das Gewinn ist das, was ausschlaggebend ist als Team aus Sponsorsicht oder aus finanzieller Sicht, aus Fahrersicht natürlich schon, aber einfach dann, dass es attraktiv ist, dass da Reichweite dabei ist, dass man eine Competition sieht und das hast du halt einfach nicht mehr, weil SimGrid nichts mehr macht. Die machen viel Community-Betrieb, ja. Aber seitdem SimGrid da raus ist, ist einfach nicht mehr so viel da und SAO nicht mehr und dann müssen wir halt natürlich darauf hoffen, dass halt so Ligen entstehen, wie LFM das macht oder ihr mit VEM eben, ja. Und wo das hingeht, keine Ahnung. Also ich glaube, E-Sport wächst immer weiter. Also es gibt immer mehr Leute, die sich dafür interessieren, faszinieren. Simracing wächst immer weiter. Also aus Community-Sicht und aus Spielerzahl-Sicht ist das, glaube ich, schon sehr, sehr krass. Deswegen wird E-Sport auch irgendwann zurückkommen. Aber es muss halt die richtige Zeit sein und der richtige Ort. Und wann das wieder ist, keine Ahnung, kann nächstes Jahr sein, aber ich glaube, das ist dann auch spannend, wann AC Evo kommt, was daraus überhaupt wird. Ist das überhaupt E-Sport-tauglich? Das war ja mit ASTC damals auch so, dass wir lange Zeit gewartet haben. Ja, aber da muss man so ein bisschen drauf mithoffen. Deswegen, das hatte ich ja am Anfang gesagt, so die Szene ist sehr, ja, kurzlebig. Es kann immer sehr schnell sehr viel passieren. Und deswegen, ja, hätte auch passieren können, dass SAO gar nichts mehr macht. Also das ist ja auch durch diesen Fanatec-Deal und dem ganzen Skandal dahinter ist das, glaube ich, jetzt ja so gekommen, weil die da auch viel reingepumpt haben und jetzt natürlich das Ganze nicht mehr so wirklich finanziert werden kann. Und deswegen hat das auch so lange gedauert. Also wir haben wirklich, normalerweise kommt das Announcement so um März rum. Also du kriegst dann so die ersten Informationen und auch so Hersteller kriegen da ja dann was. Aber wir haben wirklich bis April haben wir nichts gehört, kein gar nichts. Und du weißt nicht, ist denn dieses Jahr was oder nicht? Und wie plane ich das? Ja, auch so aus Org-Sicht musst du das ja irgendwie planen. Und das war schon sehr beängstigend. Genau, aber ja, ich glaube, so zukunftstechnisch sieht das schon sehr, sehr gut aus. Also wir haben einfach super viele Spiele, super viele, die sich dafür interessieren. Und ich glaube, das Interessanteste ist wirklich der Motorsport-Aspekt. Dass du wirklich, weil, ja, das, was Simracing als Argument hat, was E-Sport eben nicht hat, ist halt einfach dadurch, dass ja Motorsport so nah am Simracing ist, hast du halt da einfach eine Überschneidung. Ja, du kannst das super miteinander verbinden und der Motorsport merkt auch langsam, dass Simracing ja hilft dabei, also um in den Motorsport zu kommen. Ja, da gibt es super viele Beispiele, ja nicht nur Tim Heinemann, auch Moritz Löhner oder so. Super viele kommen durch Simracing, nicht durch Kartsport, sondern durch Simracing halt einmal den Motorsport und sind auf Anhieb schnell. Und auch die Rennfahrer, ja, ob es jetzt ein Max Verstappen ist oder damals ja auch Lando Norris und wie sie alle heißen, die machen das ja auch privat. Ja, und wenn du das privat machst, dann muss das ja schon was heißen. Die machen das ja nicht irgendwie aus Spaß, die machen das ja, weil sie da auch gut drin sind und das halt auch eben genau dieses Feeling gibt, was Motorsport hat. Und Motorsport ist halt einfach eigentlich so eine kleine Nische, wo nicht viele reinkommen. Also es ist halt der Sport der Reichen
Ja, und durch Simracing kannst du halt einfach das Ganze erleben und auch irgendwie dahin kommen, weil, also das, wir sind ja so, oder ich bin das beste Beispiel. So, ich habe es ja dann auch irgendwie geschafft, an die Rennstrecke zu kommen, natürlich nicht selbst zu fahren, das ist immer noch ein Traum, aber trotzdem da halt einmal mit so Teams zusammenzuarbeiten, mit Fahrern zu reden und halt einfach in dieser Bubble drin zu sein, das ist das, was Simracing ausmacht. Und das wird immer weiter wachsen. Also, und ich meine, du bist ja auch, ich glaube, du warst ja bei Le Mans, warst du ja auch, genau. Also Bahrain. das sind ja auch so Geschichten halt einfach, das verbindet halt einfach. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich hoffe. Und da bin ich mir zu 100% sicher, dass wir irgendwann halt einfach da halt einfach einen nahtlosen Übergang haben und der komplette Motorsport das auch versteht, dass das nicht einfach nur ein Spiel ist, sondern dass das auf jeden Fall was bringt und halt auch dem Motorsport gut tun kann, weil du kannst ja auch eine ganz neue Zielgruppe halt einfach für den Motorsport, ja, attraktiv machen. Und auch ich bin ja auch dadurch erst zu GT3 Sport gekommen. Also ich kannte GT3 Sport davor gar nicht und ich glaube auch heutzutage, die allerwenigsten kennen das. Alle kennen Formel 1 und jetzt war ja auch Monaco und die sind da alle hintereinander hergefahren und richtig spannend ist das nicht. Und dann guckst du dir ein GT3-Rennen an und denkst dir, wow. Also, ja. Da ist schon ein bisschen mehr Action, ja. Ja, definitiv. Aber wo du das gerade gesagt hast, bist du schon ein Auto gefahren auf der Strecke? Ja, ich habe letztes Jahr, es gibt ja immer diese Community Days von Rennwelten. Ja. Da habe ich von dem Team erstmal das hinter mir, das Trikot bekommen, wo alle unterschrieben haben und da habe ich zum Geburtstag dann eine Fahrt bekommen im Oh! R8. Ja, und dann bin ich da mal gefahren. Also das war schon echt wild. War sehr, sehr geil. Und dann wurden wir von Mercedes AMG, wir sind ja mit denen gepartnert, wurden alle gepartnerten E-Sport-Teams nach Affalterbach eingeladen. Also war auch. Waren sehr schöne Woche oder waren 2, 3 Tage, wo wir erstmal eine Werksbesichtigung bekommen haben und da halt einfach Workshops hatten. Und ein Workshop war auch, dass da halt mit den Fahrzeugen von AMG, Straßenfahrzeugen natürlich dann durch die Dörfer gefahren bist und halt mal so ein bisschen ja da Spaß haben konntest. Ähm, Okay. das war auch schon sehr wild. Also Rennauto leider noch nicht. Ich habe früher auch als Hobby nur bin ich Kart gefahren. Viel hatte ja, lange Jahre ein Kart, aber nee, soweit ist es leider noch nicht gekommen, obwohl ich natürlich hoffe, dass das irgendwann noch mal passiert. Irgendwie möchte das jeder. Ja, Außer, also also ich möchte das nicht. nein, Nee, wirklich nicht? nee. Gar nicht. Nee, mich hat das letztens hat mich das tatsächlich jemand gefragt und das ist mittlerweile auch eine Frage, die ich gerne so im Podcast stelle. Aber nee, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, in ein Rennauto auf der Strecke zu fahren. Warum? Weil Also, ich das viel schöner finde, die zu fotografieren. okay, ja, das Also ich verstehe ich habe, aber. das ist für mich so, in meinem Gehirn entsteht mehr Freude, wenn ich ein geiles Foto mache, als wenn ich das selber fahren würde. Okay. Ja, aber ich finde schon, es ist ein Erlebnis, was man irgendwie mal gemacht haben sollte. Also, weil das ja auch mitfahren alleine schon, diese G-Kräfte und das Gefühl, zum Beispiel Ja. bin ich auch noch nie auf der Nordschleife gefahren, allein da mal eine Taxifahrt zu machen. Wäre ein Riesentraum, ja, weil das halt, glaube ich, eine ganz andere Achterbahnfahrt ist nochmal. Auch dieser Adrenalinaspekt einmal ist, glaube ich, das, was das für mich so reizvoll macht Ja. einfach. Ja, Ja, da weil habe ich ich auch sehr, jetzt Glück. ja. Also mit der Taxifahrt habe ich jetzt Glück. Also Ja. demnächst mal eine. Genau, ja, stimmt, mit Tim. Ja, das Ja. wird ein bisschen komisch, aber ja, Ja, aber also verstehe ich das mit dem Aspekt, aber trotzdem, ich bin erstens sehr kompetitiv, deswegen tut es mir auch jedes Mal wieder weh, wenn ich dann nicht im Auto sitze, sondern bei den SAO-Rennen einfach als Renningenieur dann dahinter und Ja. das Ganze manage und mir denke, ey Mensch, eigentlich willst du da drin sitzen und selber fahren. Und genauso ist es halt im Rennsport. So, ich bin zu kompetitiv, ich finde das geil und deswegen würde ich schon gerne das irgendwann mal machen. Und genauso Simracing. Eigentlich, ich habe viel zu wenig Zeit, aber ich will eigentlich irgendwann gerne nochmal wieder selbst fahren. Also. Aber es ist halt schwierig, wenn du halt keine Zeit hast, kein Training und es gibt, und das ist ja auch, dass durch Corona es sind so viele talentierte Fahrer dazugekommen. Also damals bin ich ja auch noch SAO gefahren, also hier erst in Europa die Sprintserie und dann in Amerika das Jahr drauf. Da ging das noch, weil die Bubble halt einfach noch kleiner war. Da konnte ich dann Managing machen und trotzdem halt noch da ein bisschen kompetitiver fahren. Ich bin ja auch mit Niklas den World Cup gefahren. Damals noch, wo wir den dritten Platz geholt haben, wo ich auch vom Skill her eigentlich das nie hätte erreichen können, da hat er mich im Rucksack gehabt, auf jeden Fall. Aber das geht
geht gar nicht mehr. Irgendwann, ich bin viel LFM dann auch gefahren, da konnte man ohne Training dann noch um Siege mitfahren und ein, zwei Jahre später meldest du dich dann für ein Rennen an, wo du 10 Minuten nicht vorher einfährst. Du bist auf einmal ganz hinten, ja. Und das ist krass. Also, du kriegst halt einfach nur auf die Schnauze. Ja, du kriegst wirklich auf die Schnauze und dann weiß ich nicht, es tut dann einfach weh, wenn du dann einfach hinten rumfährst. Und ja, ich kann das halt leider nicht so aus diesem Spaßaspekt sehen, leider. Also ich kann das nicht so sehr genießen, einfach dann auch mal hinten rumzufahren, was halt sehr, sehr traurig ist, aber. Ja, irgendwie muss ich irgendwann mal Zeit finden, dann auch zu trainieren und mich mal wieder darauf vorzubereiten, auf eine Serie und dann halt mal wieder zu fahren, weil ich brenne dafür trotzdem, also immer noch. Ich habe einen Vorschlag, René, wir fahren einfach mal wieder ein Rennen zusammen und dann zeige ich dir, dass hintenrum fahren auch ganz viel Spaß macht. gerne, ja. Da hat richtig viel Spaß. Ja, also es gab natürlich auch Rennen, wo also gerade die Red Dot Racing Rennen, da sind wir auch nicht um Siege mitgefahren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das überhaupt keinen Spaß macht. Das war eine so geile Zeit damals, auch wenn wir nicht auf dem Auto waren. Da gab es ja 2 Autos immer. Da bin ich ja mit Ray gefahren. Das hat auch Bock gemacht, weil du halt auch gerade bei Endurance-Rennen halt auch viel schnacken kannst. Da, wo ich noch gestreamt habe, kannst du auch viel mit der Community dich austauschen. Die brennen ja auch dafür, ja. Die brennen ja auch nicht unbedingt dafür, dass du da Erster wirst. Natürlich fiebern sie mit, aber die wollen halt einfach eine geile Zeit haben. Und gerade in so Rennen kannst du das wirklich haben, weil du dich halt mit Leuten auf dem Auto unterhältst, die Stimmung halt nicht so angespannt ist. Also bei uns ist das ja meistens, wenn wir E-Sport-Rennen fahren, immer sehr angespannt, sehr, sehr ruhig, auch wenn wir natürlich teilweise dann noch auf dem Teamspeak sind, wenn die Fahrer dann ja für sich sind und auch unsere Gespräche haben. Aber in so Rennen kannst du auch super viel Spaß haben und dann einfach ja über alles reden und auch die Community viel mehr mit einbinden. Man kann auch einfach nebenbei mal FIFA spielen, habe ich gehört. Das auch, ja. Ja, weil das Rennen so gut ist. Das stimmt, ja. Was war da eigentlich los? Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß, dass es passiert ist. Aha. Aber ja. Es war ein Nürburgring-Rennen im GT4, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich glaube schon. Aber es ist keine Ahnung. Musst du mir auf die Sprünge helfen, wirklich. Weißt du, dass wir es gemacht haben? Naja, ich erinnere mich so dunkel, dass das Rennen ihr habt geführt und es war wohl so langweilig, dass ihr dann irgendwann angefangen habt, FIFA zu spielen nebenbei. Ja, das stimmt, hatte Niklas ja sogar gestreamt. Mhm. Man konnte das Auto sehen und den FIFA-Bildschirm. Ja, das hat Niklas gut hinbekommen. Das war schon ein bisschen frech, muss ich sagen. War kein glorreicher Moment für den E-Sport. Kann ich mir vorstellen, ja. Kann ich mir absolut vorstellen. Aber da gibt's ja genug von diesen wunderschönen Ereignissen. Ich meine, wir erinnern uns alle nochmal an den World Cup Kialami, wo Leute abgebremst haben und gewartet haben. Das war eine absolute Katastrophe. Ja, absolut. Das war richtig. Also, wir haben auch keine, ich habe auch keine reine Weste. Das kann ich, kann ich bestimmt mal erzählen. Oh ja, das ist ja. Scooter T. Also, wenn du bei YouTube eingibst, Mavic Skandal, das erste Video, das ist tatsächlich mit mir. Ja, das war damals, sind wir auch bei Abgefahren, war das, glaube ich, war das die Ravenul-Serie oder so, sind wir gefahren. Also wir sind trotzdem weiter in deutsche Serien gefahren und da bin ich natürlich dann auch vermehrt gefahren. Da war auch Mavix dabei und die BOP damals war ja auch eine absolute Katastrophe von Kunus. Das ist jetzt tatsächlich besser geworden, auch durch LFM einfach. Da haben wir ein Riesenglück, dass man jetzt endlich mal mehrere Autos fahren kann. Aber ich glaube, der AMG war auf Kialami überhaupt nicht gut. Basti ist um die Meisterschaft mitgefahren. Ich saß im Audi, der da super ging. Ja, und Mavix war damit im Titelkampf und dann war Mavix hinter mir und dann musste ich da ja ein bisschen langsamer machen. Also ich bin jetzt nicht super unfair gefahren, also das war trotzdem, und da stehe ich auch zu, das war absolut im Graubereich. Es ist nicht so, dass er nicht die Chance gehabt hätte, da vorbeizukommen, aber auf Kialami ist es natürlich auch super schwer und wenn ich da halt clever immer zumache. Ja, und das war dann natürlich ein unschöner Moment, auf den ich nicht stolz war. Ich habe mich auch direkt nach dem Rennen entschuldigt und einen Kommentar geschrieben und würde das auch nicht mehr machen wollen. Also ich habe mich sehr lange sehr schlecht dafür gefühlt, aber dann willst du natürlich deinem Teammate da auch das nicht verwehren und ja, aus irgendwie kompetitiver Sicht war das dann irgendwie ein Ding. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen ausgebremst und Mavix Chat fand das natürlich verständlicherweise gar nicht cool. Ja, also ich finde das cool. Ich bin ehrlich, ich würde das nicht mehr schlimm finden. Ja, also es war, ich habe mich trotzdem ans Reglement gehalten. Also ich habe keine Strafe dafür bekommen und habe ja auch da gesagt, ey, es ist halt eine Grauzone und ich habe es halt gemacht, weil
es geht so, auch wenn das aus moralischer Sicht vielleicht für viele nicht warum? Nee, ja. Warum? Du hast doch, ja, es gibt guck mal, Leute. Es ist ja, aber es ist dein Teammate, so, du machst nichts falsch, du bist im Reglement unterwegs. Warum? Ja. So, all good? Da ja, kannst, ey, du, da kannst du so viel abkotzen, wie du willst, so. Am Ende, weißt du, wenn du, jeder, der in dieser Situation ist, wirklich fast jeder, und dein moralischer Kompass funktioniert, da bist du bei deinem Teammate. Ja, sicher, also warum, also ich bin mir auch bewusst, warum ich das gemacht habe. Ja, das so. Gefühl danach ist auf jeden Fall nicht das Beste gewesen und ja, es hat auf jeden Fall funktioniert auch, also Basti ist vor Mavix ins Ziel gekommen, weil Mavix dann, ich habe ja natürlich dadurch, dass ich habe ja nicht nur Mavix aufgehalten, ich habe ja einen riesen Train hinter mir gehabt und irgendwann haben sie sich dann da auch abgeschossen, weil das kocht ja auch hoch so. Ich bin super cool geblieben, hab dann geguckt, dass ich da keinen hab. Aber die hinter mir waren alle so auf 180. Ja, und hat ein bisschen an mir gehakt. So, jetzt ist auch super cool. Ich hab mich da auch mit Marix ausgetauscht. Es ist auch kein böses Blut oder so. Der versteht das natürlich auch. Aber das war auf jeden Fall einer der dunkleren Momente, auch wenn das natürlich jetzt nicht gegen das Reglement verstoßen hat. Ja. Aber wenn man Marix-Skandal eingibt, Das bin ich, da gibt's auf jeden Fall ein Video drüber, kann man sich mal anschauen. Ah ja, das muss ich nochmal studieren. Genau, kannst du gerne mal anschauen. Ja. Ja, ich glaube, das hat auch jeder, das ist ja mit Skandalen so, das vergisst ja jeder direkt. Also es ist immer, 2-3 Wochen ist das dann Thema und irgendwann... Interessiert's keinen mehr, ja. Interessiert's keinen mehr, ist, ja. Das stimmt, ja. Wobei... Ja, manche Sachen bleiben, aber die sind nicht so im Kopf präsent dann. Ja, also merken tue ich mir immer alles. Also ich ja, genau, ja, aber sich so dann dran zu erinnern, so an manche Sachen. Also doch, glaub, doch, wenn ich es brauche. Ja, okay, ja, gut. Wenn ich es brauche. Gerade so für einen Podcast ist das immer ganz schön, wenn man das nochmal, ach, warte mal, hier ist doch noch was Kleines. Ja. Ja, da man das ja immer so schön, schön beobachtet und mitnimmt, weil man da nicht mitfährt, dann weiß man das schon noch. Also das behält man auch im Kopf. Dann. Aber jetzt weiß ich ja was Schönes über dich, René. Genau. Falls wir uns mal auf der Rennstrecke sehen, kann ich dir das auch immer schön brühwarm reindrücken. Ja, obwohl, also ich würde schon sagen, dass ich einer der, also es gibt natürlich immer ein paar Clips, die Jansky raussucht und ich denke, auch das kann man wieder gut verwerten für ein Jansky-Video, aber ich würde schon sagen, dass ich auf der Rennstrecke über die Jahre auf jeden Fall viel gelernt habe und Erfahrung gesammelt habe, um da faire Zweikämpfe zu führen, also. Und auch clever zu fahren, also das ist das, was mich immer am meisten aufregt in Rennen, gerade Endurance-Rennen. Also ich verstehe den Aspekt, dass man auch Zweikämpfe führen will, aber irgendwie willst du ja keine Zeit verlieren und dann gibt es dann halt immer Leute, die da super viel falten und dann lasse ich halt über Leute ziehen und hänge mich hinten dran und so. Und ja. Ist schon schön, wenn man schlauer wird, ne? Ja, definitiv. Also beim Fahren auch. Und man immer so innerlich sitzt und du weißt so, hinter dir ist so ein Streithahn und der macht einfach den Flasher nonstop und du weißt einfach, fahr. Wir sehen uns in 10 Runden wieder, wenn du an der Seite von der Strecke stehst. Genau, ja. Und das dann eintritt und du so innerlich denkst, ja. Es ist das alles, beste Gefühl. Das es ist einfach, das beste Gefühl, ja. Ich bin auch sehr schadenfroh, muss ich sagen. Ich also, auch. Ja, total. Ist ein sehr schönes Gefühl. Ich auch. Also ich habe das beim Nesca, habe ich das immer, wenn die Leute gerade ihre Reifen überfahren und ich denke mir innerlich so, innerlich dann, wir sehen uns in 20 Runden wieder, wenn du nicht mehr die Pace fahren kannst. Und du einfach nur betest, dass hier eine Caution kommt. Das ist so schön. Ist das so mit Reifen, dass wenn du in Nesca fährst, dass wenn die schlechter werden, auch das Potenzial größer ist, dass dann halt ein Unfall passiert? Ja? Ja, machst du Reifen, kannst du so, also da kriegst die Karre nicht mal mehr um die Kurve rum. Krass. Also du wirst auch extrem langsam, wenn du also die überfährst. Du musst ja gucken, dass du genug Haftung hast, um durchzukommen und dann brauchst du aber auch noch genug Haftung, um eine schnelle Runde zu fahren und sagen wir mal, einer würde eine 31.2 fahren und du bist wirklich am Maximum an einer 31.4 dran, ne? Dann geht nicht mehr als 31.4. Da ist sonst Endetrente und wenn du zu schnelle Kurve gehst, rutscht Auto halt einfach hoch, weil kein Grip mehr da ist, also das macht schon viel aus, ja. Ich glaube aber, dass das zum Beispiel den wenigsten bewusst ist, dass das nicht nur bedeutet Vollgas im Kreis fahren, sondern du halt auch wirklich auf so viel achten musst. Alleine Windschatten ist ja ein Riesenthema. Ja. Und ja, auch das Miteinander irgendwie. Also du kannst da alleine kein Rennen gewinnen. Du brauchst auf jeden Fall immer Autos um dich rum. Kommt auf die Strecken an, ja. Aber ja. Ja, okay. Ja, aber auch Reifen. Also da habe ich jetzt überhaupt gar nicht dran gedacht. Ja, das, falls du da irgendwann mal drinne bist, dann die meisten, die anfangen, denken sich so, okay,
volles Cartoon, ich gebe einfach mal alles und dann 10 Runden später, oh scheiße, ich gebe gar nichts mehr, weil ist nichts mehr drin. Ja. Also das macht schon. Aber das ist generell im Simracing so. Also die Leute geben immer erst Vollgas, ja, und überfahren ja das Auto auch total. Also jetzt mit dem aktuellen ACC-Update ist ja Graining nicht mehr so ein Thema. Ja. Aber damals, wenn du da komplett 150% gegeben hast und dann da einfach durch die Kurven gerutscht bist, dann war nach ein paar Runden war da Ende im Gelände. Ja, war nicht mehr viel los, nee. Aber wo du das gerade angesprochen hast mit dem Grading, wie ist denn so für dich die letzten Jahre die Entwicklung von ACC gewesen? Also ich war kein großer Fan von 1.8. Überhaupt nicht. Davor, ne? Ja. Genau, davor, ja. Also das war die Zeit, wo ich auch noch selbst gefahren bin, viel. Also für meine Verhältnisse viel. Und ich kam überhaupt nicht klar. Irgendwann wurde ich dann immer, ich habe immer länger gebraucht, um irgendwie auf die Pace zu kommen. Also ich kann mich auch immer gut orientieren, weil ich bin immer so, wenn ich wirklich sehr, sehr viel trainiere, bin ich so 3-4 Zehntel, war ich immer so hinter unseren Jungs maximal. Das heißt, ich wusste immer, okay, jetzt habe ich so mein Limit erreicht und wenn ich jetzt noch schneller wollen würde, dann muss ich halt wirklich komplett was an meinem Trainingsstil ändern und wirklich das Auto verstehen und auch im Setup irgendwie mal Sachen ausprobieren. Aber nach 1.8 war das dann auf einmal mehr. Und dann hat das auch immer länger gedauert. Also ich kam da überhaupt nicht mit klar. Und mit dem Update danach wurde es dann wieder besser. Da bin ich natürlich weniger gefahren, aber es ja, hat sich gut angefühlt. Aber irgendwie, es kommen halt immer so teilweise Patches. Also auch das mit dem Graining zum Beispiel, das war für uns damals aus E-Sport-Sicht, weil wir sind ein Team, was halt sehr gut, sehr reifenschonend fährt. So, und auch die Setups, also wir haben schon sehr, sehr großes Setup-Knowledge im Team. Und das war halt einfach unsere ja, gute Karte im Team, dass wir halt damit punkten können. Also vielleicht nicht die Besten im Quali sind, aber ja, einfach eine gute Strategie hatten. Und dadurch, dass Graining dann weggefallen ist nach dem ersten oder zweiten Rennen, also es wurde ja immer noch gepatcht letzte Saison, ja, ist das so wieder ein bisschen weggefallen. Und das finde ich halt einfach schade, dass du irgendwie ja mit dem Auto teilweise anstellen kannst, was du willst. Und da halt einfach nicht so viel passiert. Aber an sich fand ich es einen guten Schritt letztes Jahr. Also ich fand das Update sehr gut. Ich glaube, du hattest ja dann, ja, bist ja dann zu iRacing gegangen. Du fandest ich das ja so. Gar nicht gut. Ja. Nee. Weiß ich nicht, es ist ja so persönliche Präferenz, aber ich fand es auf jeden Fall gut und auch, dass auch Content gekommen ist noch. Also meine Angst war immer, dass ACC irgendwann einfach keinen Content mehr bekommt und das dann irgendwie so ein bisschen ausstirbt. Aber zum Glück auch mit, dadurch, dass du auch mehr Kilos jetzt einstellen kannst in der Customer, du kannst ja auch Kilos wegnehmen, ja, das war auch lange Zeit, wir waren ja auch im Austausch teilweise mit Aris, also haben da unser Feedback gegeben, wir waren ja auch bei Hauptracing-Team, saßen wir ja an der Quelle, die haben ja auch keine Reifendaten wirklich gehabt, also der Reifen vom AMG war immer viel zu warm und in echt war das gar nicht so und dann haben wir halt wirklich mit denen da gesprochen, auch mal mit Renningenieuren und so, deswegen konnte man da zumindest Feedback geben, ja, und da auch so ein bisschen, das fand ich auch gut, dass Aris sich irgendwann geöffnet hat, ja, und gesagt hat, nee, die bösen E-Sportler wollen ja einfach nur irgendwie den größten Vorteil für sich, sondern auch wirklich gesagt hat, ja, okay, ich höre mir das mal an und wenn wir ja mit einem Renningenieur kommen, dann ist es ja nicht einmal nur unsere persönliche Erfahrung, sondern da ist ja auch irgendwie ein bisschen Realismus hinter und das ist ja auch bei Aris immer der Punkt gewesen, so, auch Thema BOP, die wollten es halt realistisch haben und deswegen haben sie die BOP nicht angepasst und deswegen waren halt teilweise Autos auf einmal viel, viel langsamer, weil in der Simulation manche Faktoren nicht übereinstimmen mit dem im Motorsport und dann sieht es im Spiel dann doch anders aus. Und der ist halt viel offener geworden, also auch aus dem Aspekt, das Update jetzt weg von der Physik, hat das einen riesen Schritt gemacht und uns viel geholfen. Aber jetzt, also ich habe mir, glaube ich, die letzten DLCs nicht mal geholt, also ich war ja auch schon 3 Monate nicht mehr im Rig, also ich bin nicht mal Nordschleife gefahren, obwohl ich immer mir gewünscht habe, dass diese Strecke kommt. Also als das angekündigt wurde, war ich wirklich aus dem Haus. Das war schön. War wirklich gut. Das war so schön, dass ich noch nicht einmal gefahren bin. Ja, es ist wirklich traurig. Ich habe auch jetzt seit 2 Wochen, ich bin ja umgezogen, näher an die Uni, habe ich das hier aufgebaut und ich kam halt wirklich noch nicht dazu, aber jetzt irgendwann muss ich unbedingt mal fahren. Weil wir kommen aus jetzt Assetto Corsa und da sind wir nur Nordschleife gefahren. Also deswegen, das war ein Riesending. Aber ich muss sagen, jetzt mit dem Mustang, was man da so gehört hat, dass das halt irgendwie ein halber BMW ist und da überhaupt keine Daten von Mustang kommen, weiß ich nicht. Ich liebe den Ford Mustang, es ist ein wunderschönes Auto. Ich habe mich auch gefreut, als Ford irgendwie da ein GT3-Auto bauen wollte und war mir eigentlich sicher, dass das irgendwie noch zu ACC kommt.
Aber zu wissen, dass der Sound irgendwie von irgendeinem anderen Auto ist, ich glaube, ich weiß nicht, was Jaguar. Das überhaupt. Ja, Jaguar. Und die Basis ist vom BMW und man schustert sich da mit SimGrid irgendwas zusammen. Und die sind ja auch irgendwie involviert mit Coach Dave dann im E-Sport. Und ja, es ist irgendwie schwierig. Also aus dem Physikaspekt finde ich es gut. Aus Content-Aspekt finde ich es auch sehr gut, bis auf Mustang. Also es ist wirklich, keine Ahnung, wenn man auch als Kunos sagt, ey, wir wollen ein realistisches Spiel rausbringen und dann auch immer auf die Bob das halt als Argument nimmt und dann so ein Auto rausbringt, weiß ich nicht. Aber ja, ich finde schon, es hat eine sehr gute Entwicklung gemacht. Also ich sehe das immer so als ganzes Konstrukt und da, wo ACC angefangen hat und wo es jetzt ist, ist es schon echt gut. Und dadurch, dass Ares jetzt auch weg ist, ist klar, dass die wahrscheinlich irgendwann mit abschließen. Also wenn sie nicht mal irgendwie selbst super viel am Mustang gemacht haben, sondern das halt mit SimGrid gemeinsam gemacht haben. Und jetzt ja auch AC Evo rauskommt. Ja, es ist natürlich klar, dass da nicht mehr viel kommt. Und ich glaube, dass das ein guter Abschluss ist irgendwie mit so einem Fadenbeigeschmack. Naja, aber das heißt Fadenbeigeschmack. Ist schön, dass er da ist, so. Ja, das auf alle Fälle. Aber ich weiß halt nicht, wenn man, ja, ich bin Fan davon, das halt einfach richtig zu machen. Ja, und wenn du das halt irgendwie nur so halb angehst, das ist halt einfach schade. Es ist schön, dass er da ist. Ich liebe den Mustang über alles, aber du willst da auf jeden Fall ein gutes Produkt haben und ja, es ist halt irgendwie ein bisschen, ja, es ist ein bisschen doof, finde ich. Ja, es wäre halt schon mal ein Anfang, wenn sie diese Schnodder-Setups endlich mal limitieren würden. Also da wirklich mal einen Riegel vorschieben. Ja. Das kannst du ja in iRacing zum Beispiel gar nicht machen. Also du kannst das nicht einstellen, diesen Quatsch. Ja. Das haben die halt so dann unterbunden. Und das wäre ja eigentlich ziemlich simpel, von Kunos dann Riegel vorzuschieben. Weil die Setups ergeben wirklich keinen Sinn. Das sind macht doch keinen Sinn. Also nee. Null. Nee. Und das ist halt ja auch aus dem Aspekt ein bisschen schade, dass du natürlich sagst und mit dem Argument kommst, so Simracing ist wie Motorsport. Ja. Und dann halt auch, wir haben super viele Leute im Team, die halt wirklich die Physik verstehen. Ja, und wir sind ja auch lange Zeit, also bis wir mal auf den Trichter gekommen sind, dass man da irgendwelchen Quatsch einstellen kann und das schneller ist, das hat halt auch gedauert. Ja, ja. Also es war natürlich jetzt nicht irgendwie letztes Jahr ist es erst irgendwie aufgekommen, aber auch gerade mit so Leuten wie Lars oder so, der da super im Thema drin ist und damals Setups gebaut hat, der hat irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt, weil der hat dann irgendeine Scheiße eingestellt und es war dann schneller, hat sich da super viel mit auseinandergesetzt und auf einmal kann der irgendwelche Regler rumschieben. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich schade, aber ja, ich bin da halt nicht so drinne. Ja, ich bin sowieso jemand, der nicht so viel Setups gebaut hat. Ja. Also ich habe dann immer vom Team dann halt eine Basis genommen, da ein paar Klicks noch umgestellt und geguckt, ob es besser ist, so, aber Für Leute, die halt einfach in diesem Setup-Thema drin sind, ist ACC natürlich nicht so, ja, nicht so eine gute Baustelle zum sich ausleben und zu gucken, was halt irgendwie schneller ist, weil das halt einfach, du machst halt deine Basis und dann kannst du halt vielleicht noch an zwei Reglern rumdrehen. Ja, und sowieso mit der ganzen Setup-Shop-Geschichte, glaube ich, gibt es sowieso relativ wenige, die da überhaupt noch irgendwie selbst bauen und rumprobieren, weil das halt auch sehr festgefahren ist. Also es gibt ja keine Meta-Änderung mehr und dadurch, dass die keinen Riegel vorschieben eben. Oder halt irgendwas an der Physik ändern, um das zu limitieren, werden wir jetzt halt einfach dabei bleiben. So, und ja, das ist natürlich sehr schade. Ja, wir fahren auf X-Beine. Wir fahren schön weiterhin auf X-Beine. Mhm. Aber das Coole ist, und das ist mir auch aufgefallen bei dem Patch, der rausgekommen ist, wenn du jetzt normale Setups fährst, ne? Also wirklich normale, ist es wirklich gut. Sobald ja, du aber sein. Den anderen Much einstellst, ist es richtiger Much seit 1.9. Ja, das ist tatsächlich auch, also es gibt ja auch diese Safe-Setups. Ja. Ja, wir haben ja auch für Mercedes-AMG haben wir so einen Mitarbeiter-Cup gemacht und da stellst du natürlich auch keine E-Sport-Setups ein. Also wirklich, wenn du schnell sein willst, dann stellst du irgendwelchen Quatsch ein. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass irgendwie normale Setups und Setups, die halt normalerweise Sinn ergeben, nicht irgendwie auch fahrbar sind und teilweise sind die ja auch besser fahrbar. Es ist halt nur nicht, im Grenzbereich ist es halt, macht es halt keinen Sinn. Ja, und ja. Das ist ja das, was im E-Sport und ja auch eigentlich für die Leute, die bei LFM fahren, halt einfach ausschlaggebend ist. Du willst halt alles rausholen und dann musst du halt einfach mitmachen. Du musst halt einfach ausprobieren. Und das zum Beispiel bei Lars, der hat sich halt lange Zeit immer dagegen gewehrt, halt so einen Quatsch zu fahren auch. So, weil das halt für ihn keinen Sinn ergeben hat. Und das, Lars, schöne Grüße, mein Mann.
Verstehe ich, aber ich bin halt einfach leider nicht so drin im Thema und deswegen kann ich das halt ein bisschen nüchterner betrachten. Aber ja, ja, ich verstehe das voll und ganz, dass das halt einmal scheiße ist und das ist auch so ein bisschen, was ACC so ein bisschen, ja, ich glaube, ACC hat eine sehr, sehr gute Basis, um ein perfektes Simracing-Spiel zu sein, aber es wird halt nicht genutzt, einfach weil sich der Entwickler halt irgendwie selbst reglementiert. Irgendwie. Ja, und sich ja, halt also, einfach ins Bein schießt permanent. Genau, ja, und das ist ja auch das Ding, so als Teammanager, jedes Mal kommt dann eine Physikänderung, es ist ja nicht nur das Bob-Thema, also ich habe in den letzten Jahren, habe ich so viel gegen SimGrid immer, oder ja, für die BOP gekämpft und mit SimGrid diskutiert und mit Leuten da und gesagt, was das teilweise für ein Quatsch ist und wir haben da wirklich viel mit Telemetrie belegt und da Riesenpräsentationen gebaut und allem drum und dran und am Ende ja, wird die Argumentation nicht angenommen. Und das ist halt genauso irgendwie bei Kunos. Wie gesagt, es ist besser geworden. Also Ares ist da viel offener geworden und das will ich auch denen gut anrechnen. Aber das war halt damals auch so. Halt vieles war halt einfach Quatsch. Der AMG, ich glaube auch jetzt auf der Nordschleife gibt es wieder ein Thema, dass der im echten Reglement auf der Nordschleife halt einfach ein ganz anderes Rake hat und im Spiel kannst du das halt nicht mal einstellen. Da ist irgendwie das Minimum, das Maximum oder so. Ja. Irgendwie sowas. Und das ist halt einmal irgendwie schade, dass das halt so ist. Aber auch so aus E-Sport-Sicht ist das halt einfach ein Riesenkrampf, da ständig gegen eine Wand zu reden, weil auch der E-Sport, und das ist ja das Schöne, bei VEM, da ist das halt einfach als Teammanager entspannter, weil du hast Leute, mit denen kannst du reden, die sagen nicht einfach nur nein, sondern es gibt ja bei Vorfällen die Appeals, du kannst das wirklich erklären und die bewerten das dann neu. Und genauso halt aus Reglement-Sicht, wenn wir ankommen und sagen, okay, das könnte vielleicht die Auswirkung haben, dann kann man mit denen halt quatschen. Also wir haben mit LFM haben wir da auch eine Stunde dann nochmal irgendwie einen Call gehabt oder so, wo wir einfach Feedback geben. Und ich weiß jetzt die Manager, okay, das ist Zeit, die kann ich jetzt investieren, weil es wird entgegengenommen. Und das ist halt bei den SAO-E-Sports-Serien immer ein bisschen schwierig gewesen. Ich meine, wir machen da halt mit. Wir haben unser Einverständnis gegeben, deswegen müssen wir mitspielen. Und deswegen habe ich mich auch irgendwann rausgenommen aus diesen Diskussionen und denke mir dieses Jahr, okay, wir müssen halt alle mit denselben Mitteln da fahren. Und genauso ist es halt bei Kunos so. Irgendwann wurde das dann halt besser, davor halt nicht. Dann irgendwann kam dann aber trotzdem irgendein Quatsch. Also irgendwas ist dann immer wieder da und du fasst dir dann an den Kopf und denkst, oh Mann, könnte doch so gut sein und es ist auch gar nicht so schwierig irgendwie aus so einer guten Basis das zu machen, aber die haben halt ihre Prinzipien und ich verstehe den Realismus Aspekt, aber auf der anderen Seite gibt es dann wieder Aspekte, wo Realismus überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ja, und dann, ja, aber man kann es halt nicht jedem recht machen leider und zum Glück haben wir im Simracing auch genug Simulation. Also das ist ja auch das Schöne einfach, dass du nicht irgendwie ein Monopol hast, wie in anderen Spielen im E-Sport, sondern wirklich jeder kann dahin gehen, wohin er möchte, kann das machen, was er möchte, ob das jetzt klassenspezifisch ist oder halt auch irgendwie von der Physik her, also wenn dir ACC nicht passt, dann kannst du einfach iRacing machen oder ja, Le Mans Virtual, Rennsport, auch ja, wenn die Rennsportphysiken ein bisschen sehr, sehr strange ist, noch. Noch ja, hat das, mir das, gefallen. Ja, ich will ja nichts sagen, also den Podcast gibt's ja auch noch in 10 Jahren, vielleicht hat sich das ja dann geändert, ich hoffe es sehr für die Community, aber ja. Wie lange ist diese Baustelle da, 2 Jahre, 3 Jahre, 2, ne, 2? Ja, 2022 im Sommer haben wir das erste Mal gespielt und dann irgendwann habe ich dann nochmal eine andere Version gespielt und ja. Also letztens wurde mir zugetragen, ich soll mal wieder reingucken, ist besser geworden. Ja, also deswegen sage ich ja, also ich kenne auch nicht den heutigen Stand. Du, es gibt aber auch Leute, die sagen, dass ACC das Ding ist. Ja, deswegen also, sage ich. Weißt also, weißt du, das ist einfach so eine Lagerbildung, die wir mittlerweile haben. Ja. Ganz schlimm ist es, kann ich auch immer nur empfehlen, mal iRacing auszuprobieren. Also gerade jetzt ihr als ACC-Fahrer da mal reingehen, oh, das ist... Aber das sind wir. Das sind wir. Wir sind iRacing hat uns angesteckt. Das war in der Off-Season von 2022 auf 2023. Ja. Da sind wir in der Off-Season, weil du hast ja im Winter gar nichts. SAO ist ja immer von Mai bis Oktober so rum. Ja. Ungefähr. Oder September. Und dann konntest du in der Off-Season viel iRacing fahren. Und das war wirklich somit die geilste Serie, die wir jemals gefahren sind. Es gab von VCO den World Cup oder so eine eSports Racing League. Also einmal den World Cup und die eSports Racing League.
Und da sind alle Teams aus den größten Simulationen mitgefahren. Das heißt, du hattest R-Factor zu dem Zeitpunkt, iRacing und ACC. Und jedes Team musste alle Simulationen fahren. Ja. Und dann wurde alles zusammengerechnet am Ende. Das heißt, wir mussten uns mit iRacing auseinandersetzen. Und deswegen sind wir da auch teilweise gegrindet. Und auch ich bin viel Mazda Cup gefahren. Ja, das war wirklich so geil. Also das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur finde ich halt bei iRacing, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich da nicht so tief drinne bin. Und ich glaube, so geht das vielen einfach, das Zahlmodell halt einfach sehr, sehr frech. Also das, es funktioniert, sonst würden sie es nicht machen. Also aus unternehmerischer Sicht natürlich absolut verständlich. Aber ja, es ist schon sehr, sehr teuer. Und dafür, dass ich das so wenig mache, lohnt es sich nicht. Wenn du halt wirklich, so wie du halt da halt primär drin fährst und das halt wirklich auf einer konstanten Basis machst, dann absolut. Aber nur, um da mal reinzuschnuppern und da vielleicht auch die Faszination irgendwie für sich zu finden, ja. Das ist mal halt so, mal so am Rande, wegen, weil du das Bezahlmodell genannt hattest. Also R-Factor ist auch nicht anders. Race Room ist auch nicht anders. Aber bei Race Room, ich finde, das beste Bezahlsystem hat tatsächlich Race Room, finde ich. Weil du nicht nur, also es ist nicht so teuer und du zahlst ja nicht monatlich. Du zahlst ja nur den Content, den du haben willst. Ja, okay. Und das der Content ist auch nicht so teuer. Also aber es jetzt ist ähnlich wie in iRacing, aber der Preis ist ja der entscheidende. Okay, pass auf, jetzt mal für dich. Mhm. Was ist aktuell am aktivsten fahrbar rund um die Uhr? Egal zu welcher Tages. Meinst du von den Spielerzahlen? Nee, nicht nur von den Spielerzahlen, sondern was dir angeboten wird. Ja, ich glaube, da hast du, also in ACC bist du da weit entfernt von. Ja, das ist natürlich iRacing. Selbst LFM bietet unfassbar viel an. Und das muss man einfach mal ganz klar sagen. Aber das hält auch damit nicht mit. Und ich will das nicht gutheißen, dass das so viel Geld kostet, weil das ist halt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, der Sport der Reichen wieder und das widerspiegelt das da. Aber dafür kriegst du halt auch eine Menge. Und das verstehen Leute halt oft nicht. Ja. Ich bin auch absolut kein Fan davon, dass ich da mittlerweile 1.000 Euro reingesteckt habe. Und das sage ich auch ganz offenkundig. Aber am Ende sage ich mir, ey, ich kann mich jederzeit hinsetzen und ich kann jederzeit irgendeine Pimmeldisziplin fahren. Ob es NASCAR ist, ob es Formel ist, ob es, ne? Und das ist es halt einfach. Und am Ende musst du halt für dich entscheiden, was du fahren willst. Und das ist ja das Coole daran, dass wir so viel Auswahl haben. Eben. Und also 1.000 Euro klingt erstmal viel, aber du musst das ja auch gegenrechnen, wie viel Spaß du hattest, wie viel Zeit du reingesteckt hast. Und das brauchen wir nicht machen. Dann fangen wir wieder, dann haben wir wieder so eine Diskussion, René, dann machen wir wieder diese Kino-Diskussion, weißt du? Ja. Also 14 Euro Kino, 20 Euro Tacos und was hast du am Ende dafür gekriegt? Die Diskussion, das wertet halt jeder auch anders, weißt du? Eben, aber das ist generell Thema Werte. Ich glaube, jeder hat andere Werte und deswegen sind auch viele Leute halt einfach super zufrieden mit ACC und es gibt auch Leute, die halt einfach das nicht feiern und im Endeffekt kann es mir egal sein. Also ich muss das ja nicht nachvollziehen können, warum jemand das nicht feiert. Aber so aus E-Sport-Sicht einfach, um das vielleicht damit das die Leute verstehen, wenn du jahrelang ACC gemacht hast und dann in den E-Sport einsteigen willst in iRacing, wo Redline ist, die da schon Ewigkeiten drin sind, du kommst nicht auf dieses Niveau, weil dir halt einfach diese Erfahrung fehlt. Und deswegen muss man das halt auch mal so differenziert betrachten, das halt einfach nebenbei zu machen und aus Spaß und irgendwie einfach um Rennen zu fahren und das wirklich kompetitiv aus E-Sport-Sicht zu machen, professionell. Weil das ist halt zum Beispiel auch ein Thema, warum Rennsport für uns überhaupt kein Thema mehr ist, obwohl wir am Summit eigentlich von Anfang an dabei waren. Dieses Franchising hat uns da nicht mit aufgenommen und jetzt fahren da halt 12, 14 Teams da gegeneinander seit fast 2 Jahren oder anderthalb oder so. Und wenn wir jetzt einsteigen würden, wie viel Zeit müssen wir da aufholen? Ja. So, und deswegen ist ACC halt einfach aus E-Sport-Sicht halt einfach the way to go. Und deswegen wird, wenn eine neue Simulation rauskommt, die halt von Anfang an offen für alle ist, das halt auch wieder the way to go. Und ich bin halt kein Fan davon, Sachen exklusiv zu halten. Und deswegen finde ich das halt mit Rennsport auch schade, weil es halt aus E-Sport-Sicht Möglichkeiten bietet zumindest, aber das halt leider nur für ganz wenige. Aber deswegen, also viele, ich finde zum Beispiel den E-Sport in Race Room finde ich super. Also mit DTM, der E-Sport in Race Room ist sehr, sehr geil und wie gesagt, das Bezahlmodell ist auch eigentlich ganz cool, aber die Simulation ist so alt, die Engine ist so alt und das ist halt einfach so schade, dass das da halt auch eben so ein bisschen verloren geht, dass du da wahrscheinlich trotzdem eine große Auswahl hast, aber dann halt irgendwie das Produkt am Ende halt einmal ein bisschen zu alt ist. Ja. Ja.
Und iRacing bietet natürlich eigentlich das Komplettpaket, so für, du kannst alles machen, aber es ist halt natürlich ein bisschen teurer. Du, es ist am Ende das Coole, dass du das halt einfach wirklich wählen kannst. Du kannst hier Automobilista anschmeißen, R-Faktor anwerfen, so alles, worauf du Bock hast. Und das ist doch total schön, dass wir das mittlerweile ja machen können. Ja, absolut. Also aus Community-Sicht ist Simracing, also selbst auch an Hardware, was es an Hardware gibt. Also damals gab es ja auch, es gab ja nichts eigentlich. Ja. Und wie viele verschiedene und ich bin da ja nicht so drin im Thema. Ich sehe halt manchmal die Reviews von dir und da kommt echt viel. So, deswegen weiß ich, dass es viel gibt, auch zum Vorstellen, und dass es auch Hersteller gibt, die halt ein bisschen unbekannter sind, die aber geile Produkte raushauen. Auf jeden Fall. So. Aber ich habe hier meine Heusingfels stehen und noch irgendein Fanatec-Lenkrad von vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und seitdem habe ich mich dann nicht mehr beschäftigt. Und es gibt 1000 Pedale, 1000 Lenkradhersteller und auch wirklich Leute, die das halt irgendwie, die noch wirklich Handarbeit machen. Ja, und das ist halt auch super geil. Und deswegen, also es gibt nicht nur gute Software, sondern auch einfach ja einen Riesenauswahl an guter Hardware. Das ist, also mittlerweile, wenn man sich das mal überlegt, was es alles so gibt, dann bist du maßlos überfordert. Also ich habe das immer witzigerweise mit Zuschauern, weil ich frage sehr viel in die Community rein, was gebraucht wird oder was für Fragen offen sind. Und die meisten können sich einfach nicht entscheiden, weil es so viel gibt. Ich glaube, das ist so bei den Sims generell selber auch schon der Fall, dass es einfach so ein nicht Überangebot gibt. Es ist schön, dass es so viel gibt, aber das für die Leute einfach ist, es ist einfach so, was soll ich jetzt machen? Genau. Das ist schon krass, ja. Ja, aber das ist halt das Ding. Aus E-Sport-Sicht ist es natürlich dann, zumindest halt aus der Software-Sicht, ist dann natürlich wieder schwierig, weil du treibst halt irgendwie alle auseinander. Und deswegen fand ich diese Serie von VCO auch so geil, weil du halt irgendwie alle miteinander vereinst. Wir halt auch mal gegen Redline fahren können, obwohl wir mit denen ja eigentlich per se gar nichts zu tun haben. Ja, und das ist halt irgendwie jetzt mit Rennsport, und das war wirklich, ist halt schade, dass die halt auch so ein bisschen exklusiv sind und irgendwie alle so aus diesem eigentlichen, ja, E-Sport-Hosting, es sind ja viele iRacing-Teams dann zu Rennsport rüber und machen da weniger, und aus ACC halt genauso, und irgendwie, ja, ist es halt irgendwie wie im echten Motorsport mit DTM und GT Masters, dass sich das dann irgendwie so ein bisschen splittet und man nicht mehr irgendwie das große Feld hat, ja. War da nicht, ist da nicht das Porsche-Ding umgezogen dahin? Ja, ich glaube schon, ich glaube auch PESC wird da zukünftig. Ja, genau. Ich glaube, es war PESC ja irgendwie was Kleineres. Und PESC war ja, also PESC ist die Serie in iRacing. Ja, es ist wirklich die Serie in iRacing. Auch wenn Imson, NASCAR groß ist, PESC ist das, was jeder, der kompetitiv da fahren will, ist das, was du erreichen willst und wo Leute so viel Zeit reinstecken, um da reinzukommen. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, auch umgezogen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. Ja. Und ja, das ist natürlich dann auch, ich glaube, dass dann viele iRacing-Fahrer sich dann sagen, okay, ich will jetzt nicht noch eine zweite Simulation lernen, und wenn man auch gar nicht weiß, was mit Rennsport passiert. So, und dann gibt es halt neue Leute, die dann da irgendwie mit reinrutschen, aber aktuell, glaube ich, diese Supporter-Serie von Rennsport ist das ja auch dieser, ich glaube, ist das sogar der Porsche Cup, also es ist nicht PESC, aber es ist irgendeine Supporter-Serie. Da sind irgendwie die ersten 10 irgendwie eine Sekunde oder zwei auseinander, ja, und dann guckst du dir mal PESC in iRacing an von vor einem Jahr oder zwei, also wie eng das da teilweise war, also es ist brutal, also schon echt krass. Ja, das hat auf jeden Fall einen sehr geilen Vibe, PESC immer. Gibt's auch sehr schöne Zusammenschnitte, war immer was los. Sowas, wir brauchen mehr wieder solche Sachen so, wir brauchen mehr dieser geilen Serien, wo das halt gefeiert wird und zelebriert wird, und ich weiß gar nicht, warum das die Jahre verschwunden ist, irgendwie, wir haben, das fehlt so ein bisschen. Also mehr, dass die Teams, also da muss ich jetzt auch mal, René, Kussi geht raus, aber ihr seid solche faulen Schweine, Alter. Mhm. Ihr seid wirklich absolut die Reihe durch, alle faule Schweine. Weißt du, du hast bei der VEM, hast du so einen Bogen ausgefüllt mit Fragenkatalog, und dann füllt das keiner aus. Ja, das muss ich aber sagen, da waren, ich weiß nicht mehr, ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern, aber ich habe mich irgendwie dagegen entschieden, weil auch die Fragen irgendwie nicht so gepasst hatten. Also ich weiß nicht mehr genau, was das war. Also ich kann jetzt natürlich nicht den genauen Grund sagen, und ich weiß, ich krieg dafür auf den Sack. Aber ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich gerne dann mit ins Interview setzt oder so. Und das ist halt bei uns halt irgendwie, das verstehe ich auch nicht, warum jedes Mal nach dem Rennen keiner ins Interview gehen will. Wenn die halt ich raff's auch nicht. Und ihr, ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist, ne? Man lädt die Leute im Podcast ein, sie können reden,
wenn man ihnen den Popel aus der Nase zieht, so, ne? Ich raff das nicht, warum ihr euch selber alle nicht verkaufen wollt. Ja. Ich raff's nicht. Das ärgert mich so sehr, weil ich glaube daran, dass das ein Riesending sein könnte, wenn man sich VEM anguckt. Da wurden super viele Stories im Stream erzählt, etc. pp. So, weil ich guck mir das ja nur in meiner Freizeit dann oder in meiner Arbeitszeit, muss ich ja sagen, auch alles an. Ey, das ärgert mich so sehr. Ihr regt mich richtig auf. Ja, verstehe ich absolut. Und vor allem, weil, und das ist, glaube ich, das große Ding, du kennst halt nur die Namen meistens. Im Simracing kennst du nur die Namen. Und das ist halt, was anderer E-Sport gut macht. Weil die halt auch wirklich viel vor Ort haben natürlich. Da bietet sich das an und du auch viel Content vor Ort produzieren kannst. Ja. Aber ja, das ist halt irgendwie, du kennst halt nur die Namen. Und in so einem Interview hast du dann wenigstens eine Kamera und kannst halt, ja, auch was erzählen. Und ist natürlich, es kommt halt darauf an, welche Fragen gestellt werden. Aber ich glaube, du kannst das auch viel beeinflussen. Also auch wenn manche Fragen halt einfach sehr generik erzählt werden, kannst du da halt viel ausschweifen. Also, ja, also mal an die Caster da draußen, stell bitte nicht immer dieselben scheiß Fragen. Ja. Wie war das Rennen? Ja, hast du doch gesehen, hast du doch kommentiert. Genau. Frag einfach nach, weiß ich nicht, dem Tiernamen von dem Hamster oder so. Aber irgendwas anderes, dass man die Leute kennenlernen kann. Ja. Also, ihr müsst euch das immer so vorstellen. Was willst du als Zuschauer sehen? Wenn du, also das gilt jetzt übrigens für sowohl Fahrer als auch diejenigen Leute, die Content diesbezüglich machen und Interviews stellen. Guckt euch realen Rennsport an. VEM ist übrigens 1:1 eine Kopie vom realen Rennsport gewesen. Also die ganzen Überblendungen, der ganze Kram ist alles 1:1, weil die Leute im realen Rennsport coole Sachen gemacht haben. Warum bringt man das nicht auch mit in, ne? Also natürlich mit der eigenen Würze dazu. So, aber wir müssen halt auch mal anfangen, Geschichten zu erzählen. So, das, was wir jetzt hier gerade machen, ist super wichtig für den E-Sports, ne? Wenn man jetzt mal guckt, ja, absolut. Wenn man jetzt mal schaut, wie jetzt Counter-Strike da zum Beispiel agiert, die großen Teams, bah, da weißt du, was der für eine Schuhgröße hat mittlerweile schon. Ja und auch die Doku mit Jansky, also super. Das ist natürlich, also auch, und das war auch immer so mein größter, also viele kennen halt einfach die Geschichte hinter unserem Team nicht. Wir sind ja eine Gemeinschaft, wir kennen uns ja schon Ewigkeiten und auch wo wir herkamen, ja, wie das Ganze entstanden ist und das halt alles verfilmt zu haben in der Dokumentation und dass Leute sich das anschauen können und halt auch wissen, okay, du kommst nicht einfach so in den E-Sport rein, das braucht halt seine Zeit. Also du kannst nicht von Anfang an gut sein und du musst auch am zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber da gehört halt auch viel dazu. Aber auch, dass diese Gemeinschaft halt einfach so lange gehalten hat und dass wir halt einfach trotzdem so ein freundschaftlicher Squad sind und einfach so die Story, die Geschichte dahinter, es ist schon sehr, sehr cool und da hat Jansky halt einen riesen Job gemacht. Also ja, ich glaube, ihr seid aber auch mit 1:1, also mit eins der wenigen Teams, wo man mal was weiß. Ja. Also wenn jetzt nicht unbedingt ein Content Creator da drin ist, ne, wie bei Mavix jetzt im Team oder bei Jadir jetzt mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der aktuell ist, aber da weißt du ja auch meistens überhaupt nichts. Ja. Irgendwie. Ja, und das ist die größte Schwierigkeit, weil bei uns als Manager Content ist halt einfach, das habe ich jetzt so mit den Jahren gelernt, ist halt einfach das A und O. Ja. Aber wie willst du als E-Sport Team Content machen, wenn du halt selbst, also du musst dich auf den E-Sport fokussieren und Simracing ist einfach eine Nische, deswegen ist da halt auch nicht so viel Budget da, um da halt irgendwie vielleicht noch Leute für zu holen und ein Streamer ist halt einfach perfekt, weil das ist auch eine Komponente, die du einfach nicht im E-Sport hast, dass jemand einfach seine POV von einem Event streamen kann und das ist so geil, dass es Leute gibt, die halt einfach ihre Rennen streamen und man halt auch, ja, halt einfach das Team drumherum hört. Ja, du hörst ja wirklich, wenn das halt jetzt nicht irgendwelche strategischen Sachen sind, hörst du wirklich immer die Reaktion hautnah. Du erlebst das einfach mit. Du siehst das, was passiert, einfach aus der Sicht von Niklas. Und das gilt ja auch für alle anderen Teams. Also du kennst halt Mavix, du kennst halt Niklas und selbst halt Williams mit McCormick streamt halt manchmal. Und das ist super interessant. Ja, und das ist super schön, dass wir das haben, aber es nutzt halt nicht jeder. So, und das kann ich auch verstehen. Weil ich zum Beispiel, ich habe irgendwann mit dem Stream aufgehört, weil ich das nicht kann. Ich kann nicht fahren und mich gleichzeitig auf den Chat konzentrieren. Also ich weiß nicht, wie ihr das alle hinkriegt, aber ich kriege das nicht hin. Und, Übung.
Ja, sicherlich auch Übung, aber ich habe das ja auch nicht, ich glaube, ich habe das 2 Jahre oder so, habe ich das gemacht. Und wenn du dann in der Situation bist, wo die Kacke am Dampfen ist, dann ja, ist es schwer, dann das noch irgendwie aus dem Kopf rauszukriegen, dass da halt auch noch so viele Leute zugucken. Also es ist typabhängig, aber Ja. bei mir zumindest. Ich krieg das nicht hin und irgendwann habe ich dann gesagt, so, okay, ich brauch mehr Zeit für mich. Ich muss auch vor jedem Rennen, was groß war, musste ich immer duschen gehen. Das war ein Ritual. Musste einfach duschen gehen, ich brauchte einen kühlen Kopf und So hat jeder seine Dinge, die er macht. genau. Ja. Muss duschen gehen, okay. Ja, Interessant. einfach eine kalte Dusche nochmal und Ja. dann einfach erfrischt ins Rennen. War natürlich doof, weil ich danach wieder duschen musste. Du Aber Wasserverschwender. ja. Aber auch nur kalt, ganz kurz. Aber Ja, aber du schon. hast recht, also Content fehlt und deswegen auch die Podcasts mit dir, also dass du halt wirklich Leute holst, weil es können Geschichten erzählt werden. Es gibt tausend Geschichten Ja. und tausend interessante Projekte und auch viele Teams mit super coolen Persönlichkeiten und einfach, dass man auch so viele verschiedene Eindrücke hat. Nicht nur von den Teams, halt auch. Ich meine, du hattest ja in deinem Podcast jetzt auch schon Hardwarehersteller, ja, du hattest Jansky, du hattest mit Ja, meiner du Meinung hattest nach Jansky. ja, aber also Jansky, das muss man auch sagen, der hat uns ja auch viel Bühne gegeben und das Ja. klingt am Anfang erstmal so, ja, das ist ja eigentlich schlechte Publicity, weil das sind Crash-Compilations und man sieht halt UL, wie sie da ständig Quatsch machen. Aber im Endeffekt, wenn man das halt differenzieren kann, kriegt man halt auch super viel mit dadurch und befasst sich halt auch mehr mit uns. So, guckt dann halt vielleicht mehr bei Niklas rein oder bei Sascha auch, der ja auch zu uns gekommen ist. Und selbst wenn halt andere Leute, also auch Lasse zum Beispiel, der streamt ja nicht regelmäßig, der fährt auch nicht regelmäßig, aber mit dem hast du ja auch schon echt viel gemacht. Und wenn der den Stream anschmeißt, sind auch Leute dabei. Ja. Und das ist halt einfach cool, dass halt einfach eine Bühne geboten wird, dass man die Option hat. Nur würde ich mir wünschen, dass das halt auch genutzt wird mehr. Es So, das. bedarf ein bisschen mehr Zusammenrücken. Auf der Rennstrecke kann man sich ja die Körper einkloppen, aber es bedarf ein bisschen mehr Zusammenrücken. Ja, Das würde ich mir sicherlich. wünschen, wenn alle ein bisschen mehr so mal zusammenkommen. Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das halt online ist. Also, und das ist auch das, was meinst du? Weil ich Nee. glaube, Leute sind anders, wenn sie vor Ort sind, als online nochmal. Und Das glaube ich eher weniger, René. Das ist einfach so ein. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße-Ding. Ich will, also ich mache hier mein Ding, ich fahre Rennstrecke und ich bin jetzt hier der King so. Also jetzt völlig übertrieben. Lass doch mal die anderen ihren Scheiß machen so. Weil sie das große Ganze nicht sehen. Also du gehst in die ja, gibt's Community sicherlich rein. auch. Das ist so, für mich beispielsweise, ich setze mich hin, da gab es ja auch ein Video zu, ich sage, Alter, warum erzählen die Leute nichts im E-Sport? Was soll das? Ich finde das scheiße. Weil ich kenne euch ja. Ich kenne eure Geschichten. Aber andere Leute nicht. So, und dann sitzt du da und denkst dir so, ja, musst ja mal was machen. Aber dass auch keiner auf den Trichter kommt, mal andere Leute irgendwie was zu machen. Also auch untereinander, ne? Also ich meine, ihr Ja, macht das ja sicherlich. beispielsweise fantastisch, wenn, ich weiß nicht, ob ihr das noch macht. Ihr hattet ja mal so eine Unicorns of Love and Friends Geschichte, wo ihr mit anderen zusammengefahren seid. Warum gibt's sowas nicht mehr, Mann? Ja, Zusammen. ich glaube, das ist halt auch, also es kommt halt darauf an, ich denke, das wird es auf jeden Fall jetzt mehr geben. Aber wenn du halt einfach ein volles Programm hast, also wir hatten ja dann 3, 4 Serien im Jahr, Ja. dann auch noch irgendwie nebenbei das zu machen, wenn die Leute auch wirklich mal ein Wochenende irgendwie für sich haben wollen und dann überlegt man sich das halt zweimal. Aber ich glaube, Ja. dieses Jahr, also ich weiß nicht, wir sind jetzt zu Rennwelten gewechselt, aber dieses Friends-Ding, das kann man sicherlich machen, weil wir halt wirklich nur noch die SAO-Serie haben, diese IGTCE-Serie. Und ich glaube, abseits davon, also klar kommt von LFM sicher mal was und wenn was kommt, dann nehmen wir das auch mit. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dann lieben gerne. Und ich glaube, dass die Leute dann auch Bock haben, auch mal wieder, ja, mehr zu fahren, weil wir haben halt wirklich nur noch diese 6 Rennen im Jahr und das kannst du natürlich nicht machen. Also da musst du da irgendwie machen. Und dann kannst du halt auch diesen Content-Aspekt wirklich ein bisschen fokussieren wieder, ja. Vielleicht ist jetzt gerade die Zeit, wo das ziemlich gut wäre. Also ich Ja. meine, ich denke, eure Chef, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die wird das wahrscheinlich auch freuen. Sicherlich, Wie wär's denn, sicherlich. ihr seht euch doch mehrmals im Jahr. Schmeißt einfach mal was in den Ring. So eine Podcast-Folge auf dem Sofa. Lass mal über das letzte Jahr reden. Ja, ey, liebend gerne. Ja, Liebend, nicht liebend mit gerne. mir. Nee, das sollt ihr Ach alleine so. machen, ja, weil ich sitze nicht überall und leier alles an hier. Ja, da brauchst du ja das ganze Equipment und so. Da Weil musst du dann ja nimmst du schon einfach eine, weil fragst du Janskin und der stellt dir eine GoPro hin und fertig, ab geht's, Junge. Besser als Ja, ich gar weiß nicht, nicht. ob die Qualität, also
Weil du bist mit Gamba ja auch, also das gibt dir ja auch Pickel bei seinem Mikrofon. Ja, absolut, aber er hat jetzt ein neues Mikrofon. Gamba übrigens, hier, call me, lass mal einen Podcast machen. Jetzt kann man dich ja auch mal verstehen. Ja, ich glaube, dass das Mikro, das neue, kam auch nur dank dir. Echt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, also das hat schon, Aufmerksamkeit bekommen, würde ich sagen. Naja, ich halte halt nicht hinten vor, weil ich möchte, dass aus der Community was wird. Und Gambal ist ja wirklich ein fantastischer Fahrer. Ja, so, wenn ich mir aber da jemanden anhöre, der eine Kloschüssel redet in 2024, ne, dann denke ich mir so, nee, habe ich gar keinen Bock, die Scheiße einzuschalten. Weil du, Bild ist völlig egal. Es ist immer nur Ton. Es ist immer nur Ton. Bild ist egal. Du, das kann 480p sein, das ist den Leuten Wumpe. Hauptsache, sie verstehen dich. Ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr noch kommt, aber ja, das ist ja auch so das Ding, warum wir zu Rennwänden gegangen sind, weil dieser Motorsport-Aspekt halt einfach und dieses was zu machen halt einfach ja ein Riesenthema ist und bei UL ist das halt ein Part davon und auch Thema Content halt einfach mal mehr zu machen und einfach Zeit zu haben, auch wieder mehr in die Richtung zu gehen, auch Thema Red Dot, also auch Ray, liebe Grüße auf jeden Fall, mit dem habe ich so lange nichts mehr gemacht, wir verstehen uns so gut, aber da mal wieder was zu machen, das wäre echt geil. Und wenn wir da irgendwas hinbekommen, auch irgendwie eine gemeinsame Runde oder so, das wäre mega geil, weil die Rennen mit dir haben super Spaß gemacht und ich glaube auch du, nach dem Basti-Rennen, brauchst auf jeden Fall mal ein Rennen, wo es von unserer Seite aus mal besser läuft. Du, alles gut. Es ist für mich, ja, das gehört alles mit dazu. Guck mal, ich erinnere mich nur an das 24er Silverstone, da bist du, glaube ich, sogar selbst mitgefahren, oder? Als wir Bentley gefahren sind? Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon, da habe ich mir auch, glaube ich, 3 oder 4 DTs eingenagelt in einem Stint und dann bin ich schlafen gegangen. Ja. Also ich meine, ja, ich habe mich da auch nicht mit Ruhm bekleckert, so, aber am Ende, guck mal, das sind doch die coolen Geschichten, die man erzählen kann. Ich werde Bastian, warte mal, jetzt muss ich kurz wirklich überlegen, ist Bastian, ne? Ja. Nee, Basti. Bastian, aber kurz vom Basti. Ja, genau. Ich werde Basti niemals vergessen. Du, der, wenn ich irgendwann 50 bin, sage ich immer noch, Basti, du kleiner Lümmel, Alter. Morgens um 11 stehe ich auf und dann steht das Auto da drin und du hast deine Dings nicht angetreten. Das vergisst du nicht. Das wirst du niemals vergessen. Das wird er auch nicht vergessen. Aber ich halte ihm das nicht vor, so. Dadurch, nee, weißt du, das ist halt nicht. Ich würde mich super freuen, mit ihm nochmal zu fahren. Und wenn wir das wieder machen, dann ist das einfach nochmal, das explodiert dann nochmal ins Unendliche, weil es einfach so geil ist. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Also werde ich auf jeden Fall mal schauen, was es da für Events gibt. Also es muss halt mehr Events geben, ja. Es muss einmal, damals gab es zu viele und jetzt gibt es halt einmal viel zu wenige, ja. Und deswegen, es muss halt einfach mehr Events geben, wo man halt mitmachen kann. Also die Leute, so ein Endurance-Singer. Die Leute werden müde von den Patches, denke ich. Also, dass auch keiner mehr Lust hat, was zu veranstalten am Ende. Ja, ich glaube, ja, ich glaube auch. Die Ligen sind auch viel weniger geworden. Naja. Ich glaube, viele haben auch eine zu hohe Erwartungshaltung, weil damals zum Beispiel war ja Preisgeld noch überhaupt kein Thema. Also die, auch was wir gefahren sind, VMS. Ja, also ich glaube, heutzutage erwarten halt einfach viele dadurch, dass es so wirklich so kompetitiv ist, da gibt es halt auch noch diese kompetitive Liga. So, und deswegen erwartet man sich, eine gute Liga kann nur mit viel Preisgeld bestehen. Und dieser Aspekt des Fahrens einfach rückt da so ein bisschen in den Hintergrund. Da gibt es so eine Kleinigkeit. Schöne Grüße gehen raus an Niklas. Du weißt Bescheid, wenn du das guckst. Muss ich immer fragen. Du weißt Bescheid. Ja, das wirst du bestimmt auch wissen. Aber Niklas weiß, was ich gerade meine. Gerade nicht, aber ich muss ja, ja, Fall. Niklas wird das schon wissen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ach so, ja, jetzt weiß ich auch. Ja. Ja, wir haben ja im Vorfeld geredet. Ja. Guten Tag. Aber das mit dem Preisgeld so, also... Überleg mal, was da mittlerweile rausgeht. Überleg mal, was es bei VEM an Preisgeld gab. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist insane, wie viel das war. So. Ja, und deswegen, ich lege da meine Hand für ins Feuer. Die Competition, die jetzt in der letzten VEM-Season am Start war, war besser als die in der SAO letzte. Ja, absolut. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. 150%. Das war echt, also so ein gutes und kompetitives Grid. Und auch die Driving Standards waren deutlich besser als in der SAO. Ja, das haben dann halt irgendwann mal schöne Grüße gehen da raus, mal Menschen gemacht, die sich damit halt auch auseinandersetzen. Ja, die da auch für leben und die halt auch aus der Community kommen. Also und das wie gesagt, ist man kann mit den Veranstaltern reden und das ist das A und O. Also, dass halt der Respekt beidseitig ist. Ja, definitiv. Also, das
Es bringt ja nichts, wenn die Fahrer nicht happy sind. Wenn die Fahrer happy sind, wird es eine gute Liga. Am Ende. Ich meine, man kann nicht jeden Wunsch erfüllen. Manchmal muss man auch mal sagen, so, nee, komm, jetzt lass mal gut sein. Aber im Großen und Ganzen ist das auch wieder so ein, hier, eine Hand wäscht die andere. Und das ärgert mich so sehr, dass das in dieser Community, gerade im E-Sports und gerade bei den Content-Creatern, Menschen das noch nicht verstanden haben, dass eine Hand die andere wäscht. Es wäre so schön, wenn die Menschen das machen würden, gemeinsam was machen würden, miteinander reden, nicht immer nur Nee sagen, sondern sich mal hinsetzen und den anderen auch verstehen. Und aber das kannst du so lange predigen, ne? Das ist, ich hoffe, dass dieser Podcast irgendwann etwas bewirken wird. Das ist meine Hoffnung, dass sich das ändert. Ja, ich glaube, aus Community-Sicht bewirkt das halt schon was. Also ich glaube, ich denke nicht, dass mich jeder kennt, also auch für mich dann mein Part beitragen zu können und bei dir jetzt so ein bisschen publik machen kann, allein das, aber ich glaube, das gilt für jeden. Also jeden, der hier was erzählt, für den bringt das was und auch die Community. Also du hast ja super viele Zuschauer, die das dann auch kommentieren, ja, und auch wirklich sagen, ey, das ist super interessant und habe ich mir gerne angehört und das ist super schön zu wissen und einfach, ja, zu wissen, dass Simracing halt einfach nicht nur Fahren ist. Es ist wirklich nicht nur Fahren und irgendwie wir melden uns für irgendeine Serie an und treten uns die Köpfe ein, sondern dass da halt auch viel Persönlichkeit hintersteckt einfach. Und das halt auch weitaus größer ist als nur das Spiel an sich. Ja. Wo du das gerade mit den Zuschauern angesprochen hast, René. Mhm. Also Tim hat sich in der letzten Folge 164 Kommentare gewünscht. Ja. Am Ende. Jetzt ist die Frage, möchtest du auch einen Wunsch äußern und wir gucken, ob wir das realisieren können. Weil ich finde, glaube, das ist ein sehr schönes Segment. Ja, ich glaube nicht, dass ich höher gehen kann als Tim, aber auch für dich und für das, was du hier machst, will ich natürlich direkt mit 165 da noch einen oben drauf geben. Musst du ja nicht, René. Du kannst ja auch einfach eine realistische Zahl sagen. Also du musst das nicht toppen. Ich bin keiner, der Realist ist. Ich bin Opportunist, deswegen auf jeden Fall 165, auch wenn es am Ende vielleicht schwierig wird, aber du hast eine super Community und deswegen bin ich sehr gespannt, was da kommentiert wird. Möchtest du die erste Zahl hören, was aktuell nach 20 Stunden bei Tim drauf ist? Ja, erzähl. 186. Krass. Und die ist ja auch seit gestern draußen? Seit 20 Stunden erst. Ja, dann kriegt man das sicherlich bestimmt nicht so schnell hin, aber... Also für dich auch mal, um das einzuordnen, Jansky hatte 91. Mhm. Und das war, Jansky hat wirklich fantastische Kommentare gekriegt von euch da draußen. Jansky auch Top-Typ, Dankeschön. Übrigens an der Stelle. Ich bin froh für jeden, der kommentiert und da sei, also ich lese mir auch super gern Kommentare durch bei anderen. Möchtest du also Jansky übertrumpfen? Ja, sicherlich. Also gehen wir auf 100? Ja, das können wir machen. Gehen wir 100 und wir schlagen Jansky. Ja, sehr das gut. Ist übrigens ein fantastisches Minigame, muss ich sagen. Ich finde das gut. Okay. Also, falls ihr bis hierher gekommen seid, die heutige Zahl in dieser Folge ist die 100. Lasst euch einfach wieder fantastische Sätze einfallen, weil das hat mich absolut gekillt das letzte Mal. Das war pures Comedy-Gold, die Kommentare mit der 164. Also, es wäre wirklich fantastisch, wenn ihr mit der 100 was machen könnt. Denn ich denke, auch René wird sich sehr freuen über... Sicher. Wie gesagt, ich gucke mir jeden Kommentar an und auch wenn das jetzt über Tim oder Jansky oder Niklas ist, also es ist einfach schön, sich... Ja, dass Leute auch so weit gucken und sich das anhören einfach. Also es ist echt schön, dass die Community auch bereit ist, sich die Geschichten anzuhören. Also, und ohne geht's ja auch nicht. Also wie gesagt, ohne die Community wären wir im E-Sport nicht da, wo wir jetzt sind, weil es braucht auf jeden Fall auch immer Leute, die sich das anschauen einfach. Ja, und genauso halt mit Simracing. Also alleine kann man auf der Strecke nicht fahren und ja, es ist halt einfach schön, dass so viele halt einfach so, ja, im Motorsport drinne sind und dafür brennen und auch Simracing machen. Chat, ciao. Das war das schönste Schlusswort. Ich habe nichts zu. Ich habe nichts dazu zu sagen. Folgt Unicorns of Love und verfolgt deren Reise. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Und jetzt sage ich wirklich Tschüss. René, du darfst auch gerne das Endwort haben, aber du hast wirklich so ein schönes Endwort gesetzt. Das können wir nicht mehr trumpfen. Ja, ich würde auf jeden Fall gern noch jemand grüßen. Und bitte. Zwar Jan Seifert und Alex Beltle von Mercedes AMG. Ich glaube, ohne die wären wir auch auf jeden Fall nicht da, wo wir heute sind. Und auf jeden Fall an das gesamte Team, an das gesamte Squad. Ich könnte jetzt wirklich alle Namen aufzählen, aber die wissen auf jeden Fall, wer gemeint ist. Also
ohne die Jungs wäre ich auch als Teammanager nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich habe da halt immer Unterstützung bekommen. Deswegen danke dafür. Danke an den Chat, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Danke an Dizzy für die Einladung. Ja, das wär's. Vielen, vielen, vielen Dank und ciao. Ciao.